So, jetzt bin ich also hier in Schonungen im Albanpark und da geht es natürlich um das Wikinger-Spektakel. Es geht gerade los, also dass noch nicht viel los ist, liegt einfach daran, dass es ja noch nicht mal richtig angefangen hat. Es ist ja, wann geht es los? Glaube ich 14.30 Uhr und jetzt ist es ja gerade 14 Uhr. Hallo, darf ich mal nach den Topf reingucken? Ja klar. Was gibt's denn Gutes? Gulasch. 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 Fleisch und Gemüse, das Kraft gibt. Wo kommt ihr her? Gemischt. 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 Gemischt ist eine gute Aussage. Ja, gemischt. Ich komme zum Beispiel aus Freiburg unten hoch. Aus Freiburg, so weit? Ja. Ah, Wahnsinn. Aber komm gebürtig aus Kleinheubach, also hier ums Eck. Ja. Also wünsche ich euch viel Spaß. Im, ne? Im Großen und Ganzen kann man sagen, wir sind alle Unterfranken. Alles Unterfranken, na ja, so ist es. Unterfränkische Wikinger. So, hallo. Hallo. Was verkaufen Sie denn alle Steine? Sind das Glücksteine oder was? Steine allgemein. Allgemein Steine. Also was weil sie schön sind. Ja, aber jeden Stein kann man ja aus Heilstein genauso hernehmen. Ja. Und eigentlich Schmucksteine, Mineralien, ja. Sammlerstufen. Also es sind schon Heilsteine danach dabei, gell? Sie können jeden Stein als Heilstein benutzen. Sie müssen nur wissen, gegen welche Krankheit. Aha. Und Sie dürfen selbstverständlich nicht das missachten, was der Arzt sagt. Also immer die Tabletten weiternehmen und das halt unterstützend nehmen. Ja, also gut. Vielen Dank für die Auskunft. Ja, so ist es. Viel Spaß noch beim Fest. Danke ebenfalls. Oh, da haben Sie ja drum schwer da stehen. Das ist ja schon ein Teil, gell? Ja. Vielleicht ist es gleich verkauft. Ach, das kann man kaufen. Ja, ich habe das irgendwie mal vor 15 oder 20 Jahren gekauft. Ja. Und ja, es steht zu Hause nur rum. Und also, hier ist vielleicht mal die Möglichkeit, weil sonst mache ich nicht groß Mittelaltermärkte. Und hier ist vielleicht mal die Möglichkeit, dass ich jemand glücklich mache. Also Dekorationswaffen dann? Ja, ja, ist nicht geschliffen. Dankeschön. Ne? Jo. Oh, da hinten, da geht schon zur Sache. Da finden Kämpfe statt. Oder ein Kampf vielmehr. Ja, aber stell mal vor, es wäre nicht stumpf gewesen. Der hätte nicht gesagt, mein der hätte richtig die Backen. Aber er hat den Helm. Das gibt es, das ist ja auch noch. Da sind ja Löcher. Ja, so ein Kumpel. Man sieht, also viele kommen also auch noch angereist. Ist also Freitag heute der erste Tag und ja, es bewegt sich langsam, es geht langsam, es entsteht langsam Leben hier in dem Lager. Ja, aber hier vor der Formzeit bleiben. Oder wird da gekocht? Fleischtopf. Mit Rotkohl. Rotkohl. Der Ehrlich, was gibt's denn bei euch? Ja, Fleischtopf mit Rotkohl. Ja, Wahnsinn, ne? Ah ja, das hat Rotkohl das, ne? Mhm. Und wo kommt ihr alle her? Rödenbach bei Nürnberg. Mhm. Nee, Koblenz. Koblenz. Super Rosenberg. In der Oberpfalz. In der Oberpfalz. Ja. Ja, kommt das überall? Oder trefft ihr euch so? Oder seid ihr Verein? Oder? Ja, Verein, aber Gruppe. Eine Gruppe. Und da habt ihr so im Internet so und dann trefft ihr euch irgendwo oder was? Genau. Nein, wir treffen uns schon so auf und halt für Lager kommen wir dann meistens halt zusammen.
Ah, prima, gute Sache, ne? Ja. So, da stehen die Waffen schon rum. Na ehrlich, hallo Opa, innen sieht so richtig gemütlich aus. Ja. Aha, da ist also die Kochstelle. Also das muss ich mir jetzt auch mal angucken. Sie haben also ein richtiges Bett dabei, gell? Ja, das haben Sie? Ein richtiges Bett haben Sie dabei. Ja, na klar. Na, ein Komfort. Auf dem Boden schläft sich schlecht. Das stimmt. Da sieht es also aus, als wenn es da geräugerte Fisch gibt. Luftgetrocknete Fisch. Hast du einen neuen Bus? Ja. Denn ihr habt euch ja schon die Ware gekauft. Ist doch egal. Oh, hallo. Was macht ihr denn da Schönes? Sind das echte Fisch oder? Das sind echte Fisch. Das ist einmal Dorsch und einmal Scholle. Aha. Und die habt ihr schon vorgetrocknet oder? Weil die sehen so trocken aus. Die muss ich ganz ehrlicherweise sagen, die habe ich gekauft. Gekauft. Weil bei uns in der Region Fisch zu trocknen, dieses Jahr wäre es vielleicht gegangen aufgrund der Trockenheit. War ja warm genug. Ja. Aber normal, Fisch bei uns trocken ist schwierig. Du brauchst die Seeluft, die Salzluft. Ja, ja. Ja. Und die, ganz ehrlich, habe ich gekauft. Und die wandern halt das ganze Jahr mit. Und, ach so, die werden aber nicht verkauft von euch? Nee, nee, nee. Die sind quasi Deko. Wir stellen eine Fischerfamilie da um 8.50 Uhr. Ja. Und da braucht man natürlich Fisch, den man ausstellen kann und natürlich auch was erzählen kann, die Leute. Ne? Ja, prima. Ja, nun, da kann ich nichts zu, wenn du dir das Bild vom Kopf raus. Das ist ja mal große Kochtöpfe. Ja, da werde ich morgen Wolle und Stoffe mit Pflanzen färben. Ah, da wird gefahren drin, also keine Kochtöpfe, sondern Färbetöpfe. Genau. Gott, jetzt muss ich Sie doch mal was brauchen. Hallo. Was ist denn ein Mutzbraten? Wir sind direkt aus Thüringen zu euch angereist. Das ist schön. Und haben den Mutzbraten mitgebracht. Das ist eine Möglichkeit im Mittelalter gewesen, Fleisch haltbar zu machen. Das heißt Räuchern, also das Räuchern an der Flamme. Das hier ist ein Mutzbratengrill. Ja. Und nach der alten Rezeptur, nach der wir arbeiten, wird Schulter oder Nacken vom Schwein gewürzt mit Salz, Pfeffer, Majoran, wird dann aufgespießt und über dem Birkenholz 7-8 Stunden heiß geräuchert. Oh, also das ist doch eine enge aufwendige Sache, 8 Stunden. Wenn man das ist eine ganz aufwendige Sache. Ja. Ist also wie gesagt nach der Originalrezeptur gemacht, die hatten wir vor 500, 600 Jahren gefunden in Schmölln. Mhm. Das ist der Original Schmölner Mutzbraten, den wir da zubereiten. Und den hat es nur in Thüringen gegeben, oder? Also in Thüringen hat man die Rezeptur gefunden. Ach so. Mit Sicherheit ist das auch woanders praktiziert worden, gell? Aber dadurch ist es halt eine Thüringer Spezialität. Also gut, dann nehmen wir es mal so hin. Dankeschön. Ne? Bitteschön. Ja. Rustikale Fischbraterei. Was gibt es denn hier Gutes aus den Kartoffeln? Und ihr bratet die, ich sehe schon, mit auf den Brettern Lachs oder so. Lachs. Lachs ist, ne? Ja. Lammlachs.
Das sieht doch gut aus. Oder Privatgarage. Bitte? Privat. Was ist das? Privatgarage. Ah. Kebab. Ah ja. Ja. Das habt ihr auch, ja. Das sieht gut aus. Viel Spaß beim Fest. Tschüss. Also hier gibt es ja auch Käsespatzen. Richtig, sind die ja vegan oder vegetarisch? Oder? Die sind ohne Speck. Ohne Speck, also vegetarisch. Aber oder? Vegan nicht, weil in den Knöpfen sind Eier. Ja, ja klar, vegetarisch halt. Aber immerhin, genau. Ja. Also das stimmt. Find ich schon super, dass ihr das macht. Wir sind ein vegetarischer Stand. Jawohl, super. So, hallo, ihr seid vom Verein, gell? RSV, wie ich gelesen habe. Ja. Und ihr macht das ehrenamtlich, gell, hier, der Stand. Was wird denn verkauft bei euch? Nur Wein. Nur Wein? Und Weinschorle. Das reicht doch. Das reicht doch, also mir der Wein reicht. Also, wünsche euch viel Spaß bei dem Fest. Dankeschön. Ah, das hört sich ja gefährlich auf, blutige Finger. So, hallo, gell, das ist Ihr Stand? Ja, genau. Spanferkel. Ja. Spanferkelei. Spanferkelei. Genau. Das sieht ja sehr rustikal aus, euer Stand, gell? Darf er auch, ja. Soll er auch. Soll er auch. Wo kommt ihr her? Aus Ludwigsburg. Aus Ludwigsburg? Genau. Also man sieht ja, die Leute kommen doch überall her, also ab dem Platz, gell? Also aus allen Ecken in Deutschland kommen sie angereist. Genau, schon gesehen. Macht ihr nur solche Feste? Viele Mittelalterfeste und Endzeitfeste, ja. Pferdemärkte. Wir sind überall gut vertreten. Überall und Spanferkel geht immer, gell? Das schmeckt meistens gut, ja. Also den meisten schmeckt es gut, sagen wir so. Also, dann wünsche ich euch viel Erfolg, ne? Danke. Ich arbeite nicht mit Fernglas an, oder? Ich bin auf der Suche nach durstigen Gästen. Ich sitze hier und warte auf durstige Gäste. Aber ich sehe noch keine. Das hört sich natürlich gut an, gell, euer Stand beraten. Ja. Ich war früher auch mal in der Piratenpartei, ne? Also. Ach, sieh einer an. Ja, wir sind Piraten ohne Partei. Ja, ich sag Piraten ohne Partei. Aber mit Gewerkschaft. Ja. Wir warten auf durstige Gäste. Ja, ich bin jetzt auch nichts mehr bei den Piraten. Also. Aber jetzt hab ich mich früher das gefreut, wirklich mal. Aber es wird schon. Die kommen schon. Das ist ja der erste Tag heute. Also. Ist ja gerade angegangen. Also. Genau, richtig. Aber man muss ja immer gucken, dass irgendwann irgendwo mal Land in Sicht ist. Ne? Jetzt gerade ist hier noch seichte See. Wir warten auf den Sturm. Wo kommen Sie her? Wir kommen aus der Ecke Regensburg. Regensburg. Genau, aber der Chef ist geborener Franke. Wir sind doch hier im Frankenland, oder? Na klar, das ist doch schon mal was. Ich hab noch nicht auf meine Karte geguckt, wo wir gelandet sind. No. So klein ist Franken aber auch nicht. Bitte? So klein ist Franken aber auch nicht. Ich kenne mich ja hier nicht aus. No. Wir sind hier gerade gestrandet. Jetzt bin ich aber schon ein wenig erschüttert.